Sorry, Leute. Yo Leute, was geht denn damit? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Ja Freunde, heute sehen wir uns das letzte Mal im Jahr 2020. Letztes Video für dieses Jahr. Und zwar nochmal ein knackiges Rewards / Best of Video. Freunde, gestern kam die neue Base or Mid Icon SBC. Die haben wir aufgemacht. Ich habe noch ein zweites Icon Pack gemacht. Und heute gibt es eben nochmal unsere Gold 1 Rewards. Das heißt, ihr habt hier auf jeden Fall wieder was Knackiges am Start, Freunde. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, falls euch das Ganze gefällt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Fürs letzte Video des Jahres vielleicht nochmal 15.000 Likes. I don't know. Haut einfach mal in die Tasten. Das wäre auf jeden Fall nice. Ich möchte mich auf jeden Fall noch für den Support bedanken. Im Jahr 2020 war hier auf YouTube schon wieder ein sehr, sehr wildes Jahr. Wir haben Rekorde gebrochen. Wir haben wahnsinnig kranke Streams gehabt. Heftige Videos. Auch wenn ein paar Sachen nicht so funktioniert haben, wie wir das haben wollten. Klar, dieses Jahr, man konnte nicht wirklich viel machen. Es gab keine Gamescom. Aber trotzdem war es hier wieder ein überragendes Jahr. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, auch an jeden Einzelnen, der mit dabei war, sei es bei Aufnahmen oder bei Streams, ne, da ganz speziell ein Gruß auf jeden Fall an die Crewboys, war auf jeden Fall ein sickes Jahr hier auf YouTube, danke, 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 es ist krank, was hier passiert ist, wir haben im 2020 wieder 200.000 Abonnentenschritte geknackt, also 800k und 900k, ich bin gespannt, vielleicht 2021 ja die 1 Million Abonnenten, ich werde auf jeden Fall weiter Gas geben für euch, Freunde, hoffe, ihr bleibt mir treu und supportet den Lachs hier weiterhin. Und Freunde, dann würde ich sagen, wird ab morgen zusammen auf jeden Fall auch im Jahr 2021 durchgestartet. Steini und ich, wir werden direkt einen Dual-Stream machen, da könnt ihr sehr gerne einschalten. Und für die, die sich fragen, ich habe ja normalerweise immer so ein dickes Best-of-Video am Ende des Jahres, was ich dann auch selber schneide für den 31.12. Das kommt dieses Jahr nicht, logischerweise, weil ihr das Video hier gerade seht. Das war so eine kleine Tradition, da haben wir dann immer so einen schönen Hit-Lori-Track drunter gehabt. Das Problem ist halt einfach dieses Jahr, keine Ahnung, ich habe mich irgendwie nicht so wohl dabei gefühlt, irgendwie so ein Video zu machen, weil ja bis März konnte man Sachen machen und danach irgendwie nicht mehr. Und in den Videos waren halt immer super viele Real-Life-Szenen. Keine Ahnung, hatte ich dieses Jahr einfach nicht gefühlt. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Falls ihr da aber Ersatz braucht, könnt ihr sehr gerne meinen Stream-Highlight-Kanal abchecken. Der hat die besten Momente, das heißt Top-Discards, Top-Packs und so, alles hochgeladen für euch. Also da sehr gerne auf dem Stream-Highlight-Kanal vorbeischauen. Ja, Freunde, und dann würde ich sagen, geht's los. Erstmal mit den beiden Icon-Packs von gestern. Ja, komm, mach an, mach an. Oh, Walkout? Oh, Road to the Final? Nee, oha! Let's go, Digga! Oha! Alter! Full nice! Let's fucking go! Freeze-Karte! Bernardo Silva! Let's go, Mann! Alter! Geiles Ding! Das ist aber ein ganz dickes W! 600k kostet der? Sick, Alter! Let's go, Mann! Nice! Let's go, Mann! Ey, damit habe ich nicht gerechnet! Kuss, Bernardo Silva! Kuss! Wahrscheinlich Road to the Final. Das sieht doch alles gleich aus. Road to the Final, Team of the Final, Team to the Group, Team of the... Team Road to the... Ne? So. Dann, Pack geht auf. Elgato ist zu. Skippen wir das Pack. Zack. Und dann speichern wir es im Verein. Nee, Baby mit Icon Pack machen wir gleich. So, hat's funktioniert? Achso, ich muss erstmal Monitor wieder anmachen. Hat's funktioniert? Hat funktioniert, perfekt. Also schon mal kein Duplikat. Sehr gut. England haben wir. Oh, jetzt kommt Brasilien. Oh, Brasilien oder Argentinien, Alter. Come on. Carlos Alberto würde ich auch nehmen. Komm schon. Kaká, Ronaldinho, irgendwas. Pelé. Nein. Dann gönn mir Maradona. Dann gönn mir Maradona, bitte. Oh, bitte nicht Zanetti. Nein. Nein. Oh, Mann. Digga, bis zur allerletzten Nation, es tut so weh. Es tut so weh. Oh Mann, du arbeitest dich bis ganz zuletzt nach Argentinien vor und dann ist es Zanetti, Alter. Hör doch auf, tut weh. Ich hatte richtig Hoffnung, ne? Ich hatte richtig Hoffnung auf Maradona. Wow. Aber gut, er ist wenigstens halbwegs spielbar, ne? Komplett scheiße sieht er nicht aus, aber es ist trotzdem... Das ist ein ganz dickes F im Chat. Aber ganz dickes F im Chat, Jungs. Der Asiate Feed Me haut 187 Euro raus mit den Worten, ups, verklickt, aua. Danke, danke, Alter. Womit habe ich solche Donations verdient? Was ist heute los? Ist das alles gut? Außerdem ist es Ende des Monats. Ihr könnt gar kein Geld haben. Ist nicht Anfang des Monats. So, dann auf den mittleren Nakata. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, ne? Ich habe so ein schlechtes Gefühl. Bitte eine brauchbare Flanke, oh mein Gott, bitte. Matthäus? Ah, ist okay. Ist okay, Alter. Oh, Matthäus wäre halt so sick gewesen. Aber ein mittlerer Ballack geht fit, Alter. Ein mittlerer Ballack geht fit. Den kann man auf jeden Fall zocken.
Boah, Matthäus wäre so. Aber Matthäus ist ZDM, ne? Matthäus ist, glaube ich, ZDM. Aber ist okay, Alter. Ist eine Mid-Icon. Ist eine Mid-Icon. Ist nicht Baby. 680k. Okay, das geht fit, Alter. Das geht fit. Deutsche Icons kann ich irgendwie. Ja, wenn man das Shadow drauf macht, ey. Stimmt, wer. Oder ist Lahm ZDM? Ist Lahm ZDM oder ZM? Boah, 89er Lahm hätte ich auch so gefühlt, ne? Okay, Freunde, wir sind zurück. Icon Packs liefen gestern gar nicht so schlecht. Als Baby Icon Pack. Ah, war eher. Ja, ich meine, Zanetti kann es halt spielen, aber viel wert ist er nicht. Und gut. Ja, viel wert ist er nicht. Halt mal das fest. Aber man kann ihn immerhin spielen. Der Ballack war absolut okay für 600k, muss man sagen. Hätte natürlich auch was anderes Deutsches sein können, ne? So ein mit Lahm oder mit Matthäus wäre absoluter Jackpot gewesen. Aber da möchte ich mich dann am Ende des Tages natürlich nicht beschweren. Er hätte nämlich auch absolute Gülle drin sein können. Wir starten wie immer mit den Division Rivals Packs. Ich muss sagen, heute rein packmäßig auch nicht so die Hoffnung, weil es kein Event gibt. Das gibt es erst morgen wieder. Und dementsprechend auch relativ egal, ob Walkout oder nicht. Ich bin nur gespannt auf meine Player Picks. Ich muss euch aber auch sagen, ich habe es gestern schon in den Newords gesagt. Ich hoffe eigentlich, dass ich keine krassen Player Picks sehe, weil, ja, dann muss ich wahrscheinlich nochmal mein komplettes Weekend-League-Team umbauen. Also wenn ich jetzt so eine Rashford bekomme, wäre das ein bisschen kritisch, weil dann wird sich wieder alles einmal komplett ändern. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Deshalb einfach zwei Player-Picks, die ganz okay sind und dann passt das. So 55k-Pack, auch kein Walkout, man kennt ihn. Gut, nein, Division Rivals Rewards. Wir gehen weiter zu Foot Champions. So, Freunde, da sind wir. Das sind die Rewards vom Wunder von Herne. 6-9 in die Weekend League reingestartet und dann aus den letzten 15 Spielen 14 gewonnen. Und noch zusammen nach Gold 1 geklimmt. Ich bin mal gespannt, was das morgen gibt. Ich hatte jetzt die Woche, also bis gestern zum Stream, war ich seit Sonntag gar nicht mehr in Fieber drin. Ich habe mal komplett Abstand vom Spiel genommen und mich einfach da hinten gelehnt und anderen Stuff gemacht. Es ist schlimm, ich habe wieder richtig Bock. Ne? Ich habe wieder richtig Bock. Natürlich auch durch die Weekend League, weil die jetzt am Sonntag gut war, aber ich habe wieder richtig Bock. Und wir starten rein mit den beiden Player-Picks. Vielleicht ist ja immer Spielbares drin. Also so ein Longley wäre schon halt richtig Killer. Weiß nicht, wer war noch drin? Keine Ahnung. Ich lasse mich einfach überraschen. Letzten Player-Picks im Jahr 2020. Numero uno. Let's go. Ja, ne? Player-Picks im Jahr 2020. Was soll ich euch erzählen? Habe ich was anderes erwartet? Nicht wirklich. Caceres war früher mal Innenverteidiger, ist anscheinend jetzt rechtes Mittelfeldspieler. Ganz wild, also mal. Ja, mit einem 84er Rating können wir das auf Flex-Basis auf jeden Fall noch mitnehmen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe die Player-Picks eigentlich auch diese Woche nur dafür da, um die dann irgendwann wieder in so ein 86 Plus Upgrading reinzuhauen. Dementsprechend komplett ohne Erwartung. Player-Pick Nummer 2. Maybe was. Perfekt. Ja, nehmen wir den Çalhanoğlu mit. Hat sich das gelohnt, auch nochmal richtig rein zu grinden in der Weekend League. Es hat sich richtig gelohnt. Perfekt, Alter. Gold 1 Rewards. Aber wir haben ja noch zwei 100k-Packs. Die nehmen wir auf jeden Fall auf entspannter Basis noch mit. Ich habe aber auch gar nichts irgendwie von den Rewards erwartet, bin ich ganz ehrlich zu euch. Und das könnten heute tatsächlich mal Rewards geben. Komplett ohne Walkout. Ich würde es halt nicht wundern, ne? Gleich das zweite 100k-Pack, auch kein Walkout. Das wäre zum Abschluss nochmal richtig schön. So, letztes 100k-Pack. Letztes Pack in 2020. Vielleicht ein gutes Zeichen für 2021 mit dem Walkout. Let's go. Es ist eine Champions League-Karte. Brasilien. ZM. Perfekt. Ein 84er Arthur. Aber, ey, come on. Es ist ein gutes Zeichen für 2021. Weil wir haben einen blauen Walkout. Vielleicht spielt das auf das Team of the Year, das in den nächsten Wochen kommt. Wer weiß. Freunde, wir nehmen ihn mit. Arthur, wenigstens nochmal so ein bisschen fürs Feeling hier den Walkout mitgenommen. Auch wenn es eine Champions League-Karte ist. Aber mein Gott, was soll's. Nehmen wir mit. Freunde, das war's dann auch von diesem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Smash den Like-Button. Ich würde mich nochmal über 15.000 Likes freuen. Ich hoffe, ihr rutscht gut rein ins Jahr 2021. Und ja, für die, die sich für 2021 ein paar Sachen vorgenommen haben, ich wünsche euch, dass euch das Ganze alles gelingt. Und Freunde, dann will sich nicht so viel ändern. Wir sehen uns ab morgen wieder. Schaltet ein. Morgen gibt es ein Zweitkanal-Video, relativ früh am Morgen, also so 10, 11 Uhr, also so früh am Morgen in Silvestersprache. Und zusätzlich gibt es dann natürlich auch noch den Dual-Stream mit dem Stein. Also checkt das Ganze ab, Freunde, macht euch einen entspannten, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.